Herzlich willkommen in Rummelsberg. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. So, und das gleiche hier. Da kommt dann hier helles Glas hin. Hier auch. Und hier. Und dann das Dunkle. Dann noch 8. Können wir zum Beispiel hier verbraten, 6 an diese Stelle und nochmal 2 hier. Und jetzt brauche ich noch mehr Glas, nicht wahr? Haben wir denn irgendwo eine Werkbank? Ich habe doch immer eine dabei. Truhen habe ich da. Nee, das ist keine Werkbank. Ich habe gar keine Werkbank mit. Ach was. Sonst hatte ich doch immer eine. Na ja, dann suchen wir mal eine. Wo ist hier eine Werkbank? Hier war irgendjemand im Zimmer mit Sicherheit, vielleicht bei Klingelingeling. Stefan, der hat in der Küche vielleicht eine. Da, genau. So, vielen Dank. Sollte reichen, auf jeden Fall. Und hier haben wir dann wieder dunkel hinzusetzen. Und hier wieder dunkel. Und hier auch. Reicht aus, nicht wahr? Und hier kommt dann wieder hell hin. Da haben wir es ja schon. Da auch. Hier noch nicht. Aber hier schon. Damit sind wir mit dem Glas schon fertig. Dann gucke ich mir das mal von unten an, wie das aussieht. Gehen wir mal hier auf diese Beobachtungsposten auf den grünen Klotz und dann gucken wir mal. Ja, man sieht das Glas natürlich kaum. Aber ist okay, ne? Also auf jeden Fall sieht das jetzt besser aus als vorher mit diesen senkrechten. So, schauen wir mal, wie weit das jetzt, können wir das Glas wegpacken und dann mal schauen, wie weit es dann mit dem Brennen von den Ziegelsteinen, Steinziegeln besser gesagt, oder von Cleanstone noch besser gesagt. Glas ist da, wo Glas drin steht, Also, schwarzes Glas haben wir hier, dann haben wir hier normales Glas und dann haben wir hier Glasscheiben und Schwarzglasscheiben. Prima, dann brauchen wir ja Stein, okay. Den können wir so verarbeiten. Ah, Steck. Steckt mich ein. So. Wir brauchen vielleicht noch mehr. Wir haben jetzt 1 Stunde und 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Ich glaube, so lange nicht, weil ich
doch ziemlich müde bin irgendwie. Das ist soweit fertig, bis auf die Decke. Hier fehlt noch die Wand. Ah, das könnte da natürlich bleiben, da unten. Das sieht ja keiner so, aber das sehen wir natürlich. Das sehen wir auch. So, hier die ganze Wand noch. Wie weit wir das jetzt hier reinziehen? Ich glaube, wir nehmen den noch weg. Haben wir schon alles verbracht? Nee. So, da oben kommt dann die Decke hin. Da können wir hier schon mal erstmal können wir das abbauen. So kommen wir gar nicht dahin. Da können wir also auch Kurbel reinmachen. Völlig klar. So, wie spät? Da fehlt noch Glas. Ne, sieht nur so aus. Alles da. Noch hell am Tage. Also geht's hier weiter. Das muss leider weg und dafür kommen dann hier die Steine hin. Und hier war mir einer weggerutscht. Ein Schlag. Jöi. Du sollst da rein. Wo steht die Sonne jetzt? Früher Nachmittag, wir haben also noch Zeit. Können wir also hier weitermachen auf der Seite. So, Steinziegel. Hier auf diesen Halbstein kann ja keiner spawnen. Man könnte das also alles so lassen. Aber das sieht natürlich nicht aus, wenn wir da keine Wand hinsetzen. Wenn wir nicht ausleuchten, würde ich sagen. Dann sieht das alles dunkel aus nachher. Ja, schon die Wand von der Krypta, glaube ich. Also haben wir das prima im Prinzip hingekriegt, dass wir da genau mit abschließen.
Haben wir noch Ziegelsteine? Oder Steinziegel, besser gesagt. Ja, wir haben noch welche. Dann gehen wir mal runter. Ui, das ist zu hoch zum Runterspringen. Nein, nicht ins Bett springen. Dann kann man ja wieder rausfliegen vom Server. Wir hatten das ja schon mal. Fliegen ist nicht erlaubt. So, und dann holen wir noch mal ein wenig Steinziegel und dann denke ich mal, war es das auch schon für heute. Ich habe jetzt nur 1 Stunde 8 Minuten, aber irgendwie fehlt mir die geistige Frische. Ist wohl die Frühjahrsmüdigkeit, ne? Sonst macht mir das hier nichts aus. Da fange ich ja manchmal erst um 0 Uhr an. Wir haben jetzt 0 Uhr. Habe schon 1 Stunde aufgenommen, aber ich bin irgendwie ziemlich müde. In der letzten Zeit. Nee, das musst du erstmal richtig machen, aber also. Mann. Wie macht man das? Man muss dann erstmal da draufklicken, nicht wahr? Und dann so, genau. Kommt da noch was nach? Ja. Ich habe ja auch keine Kontrolle darüber, wie viel Kohle da noch drin ist. Ich dachte, ich hatte was gesehen, war aber nicht so. Ja, dann machen wir das doch durchaus auch mit den Zierkürbissen wieder, ne? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Hier. Hier auch noch was hin, ups, da natürlich nicht, kein Brett vom Kopf, sondern dahin und da vielleicht noch hin. Dann haben wir das schon mal soweit fertig. Dann kann man hier noch um die Ecke gehen und jetzt geht es darum, wo bauen wir die Treppe hin, da oben hin? Bauen wir die hier hin? Machen wir hier eine schöne Aussichtsterrasse. Hier können wir dann auch noch ein bisschen Kobbel reinbauen. Da ist dann das Gebetshaus, nicht wahr?
Und hier bauen wir dann noch eine Aussichtsterrasse. Aus irgendwelchem Holz oder was? Ja, was nehmen wir da für einen Boden? Tropenholz ist vielleicht nicht schlecht. Kommt man da drunter wirklich? Nein. So, dann haben wir eine schöne Aussichtsterrasse. Müssen wir noch ein bisschen Geländer drum bauen. Und da muss man natürlich noch ein bisschen verhübschen da. Zum Beispiel nimmt man da noch die restlichen beiden Tropenholz. Dinger hinsetzt. So, was haben wir jetzt noch? Viel. Haben wir jetzt noch viele davon? Nein. Das ist ja hier auch soweit fertig. Wie gesagt, wir müssen dann die Decke noch machen. Denn von denen haben wir ja noch genug. Naja, so viel ist es auch nicht mehr. Machen wir erstmal unten. Hoch. Wo steht die Sonne? Okay, wir machen erstmal hier können wir dann auch alles Steinziegel machen natürlich. Also, dass die Bayern ein bisschen zurückliegen mit dem Straßenbau. Wie komme ich da jetzt eigentlich drauf? Also, ich bin jetzt geistig schon weggetreten gewesen gerade. Erzähle ich nur irgendeinen Scheiß. Ich nehme das Bett mit und dann gehen wir nach Hause, sag ich mal. Ich habe jetzt eben einen Sekundenschlaf gehabt und dann hatte ich so eine Idee und habe dann irgendwas Dummes gelabert. Aber wir können hier noch mal die Decke natürlich schon mal ein doch ist soweit okay, also die Decke noch. Das gleiche hier. Wo sind jetzt die? Da sind sie. Die verbauen wir noch und dann also ich kann nicht bis zu mir hin bauen, aber ich kann da nachher drunter durchgehen. So, das haben wir erstmal alles verbaut.
sind ja auch nicht höher hier. Dann müssen wir noch Kürbisse machen. Schauen wir mal, wir können natürlich gleich noch mal erstmal Kürbisse ernten, oder? Sollte noch reichen. Wo ist unser Gewächshaus? Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich glaube, da kommen wir am besten hin, indem wir diesen Gang nehmen. Ist das richtig? Ach Mann. Hallo Hühner. Nee, hier bin ich irgendwie falsch. Um Gottes Willen. Ja, ist ja schon okay. Irgendwie war ich dann aber doch schon wieder richtig. Dann werden wir hier erstmal Kürbisse ernten. Die können wir dann schön zu Leuchtkürbissen machen. Melonen. Dann gehen wir wieder raus. Ah, da schmerzen mir die Augen bei den vielen Farben hier. So, wo ist denn der beste Weg denn? Der ist tatsächlich hier. Huch, jetzt habe ich mich erschreckt. Ist ja schon nachts, heißt, könnte ja jetzt ja auch ein Monster sein können. So, aber es war ein Krümelmonster. Also, ein kleines Monster. Ja, wie war es? Wir haben eine Stunde mittelalterliche Musik gehört und wir haben ein bisschen herumgebaut. Jetzt habe ich immer noch nicht das, was ich für Papa Frank bauen wollte, gebaut. Aber wir sind kurz davor, auf jeden Fall. Und ich, wo ist mein Bett? Eins höher. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Heute ist der... Ja, jetzt inzwischen der 22. März, Donnerstag 0.19 Uhr. Und ich gehe gleich schlafen und wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye-bye. Macht's gut, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Come and fly away.